Доброго дня. Мене звати Наталка Сніданко, і сьогодні я хочу представити вам австрійську письменницю, поетку, драматургиню, режисерку, кінознавицю, медієзнавицю, культурну менеджерку Ренате Айхінгер. Вона живе у Відні, але працює в дуже різних місцях: Австрії, Швейцарії, Німеччини. Вона вивчає. Насправді вивчала всі ці численні спеціальності, про які я вам диплом з усіх цих численних речей, і всім цим займається. Що мене страшенно якось цікавить, і зараз ми її про це все запитаємо. Вона робить страшенно багато театральних проєктів. Напише для театру, вона ставить п'єси, вона неодноразово була нагороджена престижними літературними преміями за свою роботу. Вона працює, як я вже сказала, з багатьма маленькими і великими театрами. Вона вже видала 3 книги поезії, і незабаром вийде друком 4-та книга її поезії. Вона була стипендіаткою в багатьох місцях, зокрема у Кракові, на Віллі Детюша, а також в Поляну, в Швац. Вона надзвичайно активна і надзвичайно соціально заангажована авторка. І перше, що мені би хотілося її спитати, це про таку якусь особисту деталь, про яку вона пише в кінці своєї біографії. Renate, am Ende deiner Biografie auf deiner Webseite habe ich gelesen, dass du meistens schwarz angezogen bist, siehst aber selten schwarz, kannst auch im Winter Eis essen und liebst Frankreich, vor allem Nizza. Das im Winter Eis essen kommt mir sehr wienerisch vor. Ich war diesen März, ich wohnte auf Mariahilfestraße im Zentrum Wien, und selbst in den kaltesten Tagen gab es nie einen Moment, wo es keine Schlange zum Bartole-Eis stand. Das wunderte mich, und ich nehme an, du bist auch eine von diesen Leuten, die morgens aufstehen, sich schwarz kleiden und gehen Eis essen, auch im Winter. Erzähl ein bisschen davon. Wenn ich nicht in Frankreich bin, ja. Okay. So habe ich mir das auch vorgestellt, so Ja, Romani. voll. Ich habe mich extra schwarz angezogen heute auch. Ja. Dachte ich mir, deswegen habe ich weiß. Ja, damit das richtig ist, was Natalia sagt. Ja. Wenn man uns ein bisschen auseinanderhalten kann. Was mich am meisten an der Biografie gewundert, wie schaffst du das unter ein Regisseur sein, Lehraufträge haben, an verschiedensten Theaterprojekten arbeiten? Gibt es etwas, was du als Haupttätigkeit bezeichnen kannst, oder ist das alles so ein Multitasking? Nein. Ja, das ergibt sich immer so. Ich kann jetzt von der Lyrik kann ich nicht leben. Das ist ich schreibe total gern Lyrik, und ich bin total gern am Theater. Und aus dem ergibt sich natürlich auch, dass man ein bisschen unterrichtet. Aber ich liebe es schon schreiben, muss ich sagen. Und das mache ich jetzt gerade wieder verstärkt, und das ist ganz toll für mich. Also ich liebe es, ja. Aber was kommt, kommt, und das eine befruchtet das andere. Aber es gibt dann so Lebensphasen. Also ich schreibe dann mal und dann bin ich wieder im Theater, dann schreibe ich wieder. Also nicht alles zur selben Zeit. Gut, weil das ist auch, es erfordert auch ganz andere Persönlichkeitstypen, Ja, finde voll. ich, weil Schreiben ist eine sehr seltsame, eine einsame Tätigkeit. Man muss sich Ja. dann wirklich konzentrieren und keine Menschen um sich haben, und am Theater arbeiten ist total das Gegenteil. Total, total. Man muss Menschen mögen, genau. Man wird auch immer wieder mit anderen Menschen und fremden Menschen ja zusammengewürfelt. Aber es ist eben so ein phasenweises Zusammenleben. Also ich bin seriell monogam. Ein bisschen Theater, dann wieder ein bisschen Lyrik und ja, so. Und jetzt meine kleine Tochter und ja, also es ist ja, auch das ist wichtig. Das ist aber nicht so üblich. Normalerweise entscheidet man sich für irgendetwas. Man ist Ja. entweder bei Literatur oder beim Theater Das mag und sein. macht schon Ja, ein das. Ding. Ich Das ist ein habe eigentlich bisschen immer, ungewöhnlich. ja, dann bin ich mal ungewöhnlich. Ich weiß nicht. Aber das ist auch spannend, kann ich gut verstehen. Das ist eine Ja, Abwechslung, die man dann ja. auch einen rettet von diesen eintönigen Sachen. Und
Deine Texten, deine lyrischen Texte sind sehr persönlich, sehr intim, und deine Theatertexte sind aber anders. Die sind sozialkritisch, sind sehr politisch. Wie ist das für dich? Ist das eben Theater unwürdig oder warum ist Also das? ich glaube auch jetzt, die neuen Gedichte sind viel politischer als die älteren. Also ich glaube, dass es sozial, gesellschaftskritisch, politischer ist mir schon ein Anliegen. Ich glaube, das ist bei allem, was ich tue. Also das verbindet es vielleicht sogar ein bisschen. Also die älteren waren noch persönlicher auf jeden Fall, aber auch da gab es so sozial einordnen. Dinge. Also ja, ich glaube schon, dass ich das schon immer ein bisschen in mir trage und es jetzt stärker wird. Also es gibt einen neuen Gedichtband, da ist, würde ich sagen, sehr kritisch. Das hat aber auch mit unserem Land zu tun, wohin Europa gerade geht. Also ich glaube, das beeinflusst mich natürlich. Und ist auch ein bisschen mit dem Alter wird man politischer, Ja, finde ich. auf jeden Fall. Wenn man nicht Greta Thunberg heißt, dann ja. Ich wurde auf jeden Fall politischer. Ja, das auf jeden Fall. Geht mir auch so. Ja, wenn du schon über dein neues Gedichtband sagst, du hast schon drei Gedichtbände veröffentlicht, was auch für die Ukraine wirklich enorm viel ist, Ah weil ja. es ist schwierig bei uns, Gedichte überhaupt zu veröffentlichen und dann auch noch gute Gedichte dazu. Und dein neues kommt jetzt bald raus. Kommt jetzt im September, erscheint jetzt quasi dann, ja, genau. Also Vielleicht erzählst du ein bisschen über das Buch und vielleicht magst du auch lesen. Ich weiß nicht, wovon du lesen willst, vom neuen oder von anderen. Vielleicht ist das jetzt ein bisschen Ja, spezifisch. ich würde beides, kann beides gut machen. Ja, der neue Gedichtband heißt Steck. Ja, ich lesen, ich bin ich kann ja eigentlich oder das sind mehrere was schickst du vorne da Ist jetzt? frei. Ich kann machen, was ich will. Es ist vielleicht gut, wenn man ein bisschen den Eindruck bekommt, wenn Ja, der. vielleicht nicht alles. Genau. Und dann können wir vielleicht wieder mit dem Mal lesen, so ein bisschen. Und es ist auch so aufgebaut. Ich lese einfach ein paar Gedichte draus vor, die mit der Dreierform. Träumen unsere Utopie. Wir wissen nicht, was kommt, was da auf uns zukommt, rollt. Sehen nur, dass es sich zusammenkrollt rund um uns. Aber wollen wir das wirklich? Restart the past. Schwebeteilchen. Alltag für Alltag schwirren wir aus, saus brausen durch Häuserfluchten, hinab in U-Bahn-Schluchten, suchen verzweifelt nach einem Europa der Vielfalt statt Einfalt. Das ist jetzt schon mal so ein kleiner Einstieg vielleicht. Ich unterbreche mal so ein bisschen. Genau. Okay. Ich bekomme Lust nach mehr. Ja, das kommt noch mehr. Ja, egal, natürlich. Aber wir müssen so diesen Must-Have-Punkt besprechen. Wie ging es dir jetzt in diesem ganzen Online-Literaturbetrieb? Weil das ist meistens, die Leute sind entweder dafür oder dagegen. Und wie hast du das erlebt? War was Positives dabei oder gar Das nichts? Positive, ja, ich finde, ich habe mich, ich habe meine
Tochter im ersten Lockdown bei uns bekommen. Also für mich war es schon auch eine schwierige Zeit, weil natürlich alles neu und meine erste Tochter. Das heißt, es war doppelt neu. Ich finde, dieses Rundherum war natürlich ein wahnsinnig eine schwierige Zeit. Ich habe versucht, das Beste draus zu machen und habe dadurch, dass man viel online, dass man auch im Internet weiter denken kann, daraus Vorteile gezogen. So, das muss ich schon sagen. Also ich habe da auch was Positives draus gezogen, aber die Zeit an sich war bescheuert natürlich, wie für uns alle. Und ich kenne auch Leute, die erkrankt sind. Also ja, kann ich nicht sagen, das war eine gute Zeit, aber ich habe versucht, in dieser schlechten Umweltzeit, in dieser Zeit, in der wir jetzt gerade sind, einfach versucht, in irgendeiner Form weiterzuleben. Und habe aber erst jetzt auch wieder gemerkt, als man so ein bisschen zu leben, unter Anführungszeichen, begonnen hat, als die Cafés wieder, ich bin eine Kaffeehausschreiberin eigentlich, wie sehr mir das alles fehlt. Also auch als ich jetzt in Italien sein konnte, also wie sehr mir dieses Zuhause sein und ich wohne am Stadtrand von Wien und ich kenne jeden Weg, jeden Wald jetzt von Wien und wie sehr mich das auch geprägt hat und wie sehr ich wirklich Hunger nach Leben, nach Menschen wieder hatte. Das muss ich schon sagen. Auch Hauthunger, auch nach Berührungen und ja, das fehlt einfach. Auch diese Lesung jetzt ist ja es hat was Gutes und was Schlechtes, oder? Also wir sehen uns, aber wir sind nicht, also wir sind in unseren Blasen, worüber ich auch geschrieben habe. Also ich habe auch, dieser Gedichtband ist auch sehr viel in dieser Zeit jetzt entstanden. Ja. Sogar über Zoomen hast du ein Gedicht, habe ich gesehen. Reinzoomen, ja genau, ja, reinzoomen habe ich ein Gedicht, ja. Das ist jetzt, genau, das habe ich auch. Es war wirklich, ich kann mich noch an den Tag erinnern, als in Wien die Kaffeehäuser eröffnet wurden nach 7 Monaten. Es war am 19. Mai und die Leute haben geweint, als sie da Ja. saßen. Ja, ich bin am 15. Mai mit meiner Tochter aus dem Krankenhaus gegangen und da haben sie, glaube ich, aufgesperrt. Also jetzt wieder, ja, aber vor allem im Jahr auch, genau, so war es. Ja. Also jedes Jahr im Mai sperren die wieder auf. Jetzt war es der 19. Ja, und man hat richtig Angst gekriegt. Ich dachte, was ist da los? Also es war fast zu viel für mich noch. Da sitzen Menschen wieder im Gastgarten. Ja, komisch und schön. Jetzt ist es. Jetzt gibt es wieder. Da war es ein bisschen weg. Ja. Ja, gut. Aber das war für dich auch, es wäre sowieso für dich ein kleines Lockdown nach deinem Geburt, so. Ja, das haben viele gesagt, aber es war trotzdem nicht, genau. Vielleicht eh so. So war es. Ich kann es nicht sagen. Es war meine erste Tochter. Ich weiß nicht, ob's sonst anders gewesen wäre. Aber ich hatte schon so, ich war davor viel am Theater gearbeitet und dachte so, ah ja, die letzten Wochen vor der Geburt, ich treffe alle meine Freunde wieder und da kam der Lockdown. Also so, ja, weil Theater ist ja auch nicht gerade mit Privatleben verbunden. Also das heißt, da ist man viel im Theater. Man trifft viele Menschen, aber nicht so viele Freunde meistens, sondern man ist dann mehr mit Theater beschäftigt. Und ich dachte, jetzt mit dem großen Bauch kann ich dann alle meine Freunde treffen. Ja, und es war dann nicht so ganz gut. Der Lockdown. So, über dein nächstes literarisches Projekt haben wir ein bisschen gesprochen. Was kommt jetzt im Theater als nächstes? Woran arbeitest du? Im Theater ist jetzt momentan, ich bin jetzt momentan wirklich mit dem Schreiben. Ich habe jetzt versucht, dadurch, meine Tochter noch so klein ist, mir das wirklich ein bisschen, das Theater, versuche ich wieder so, wie gesagt, ich bin seriell monogam, versuche jetzt gerade mich dem Schreiben zu widmen und schaue, wo ich wieder, ich mache ja ganz viel im partizipativen Bereich, also mit Laien oder Amateurinnen auch. Und da möchte ich, glaube ich, auch wieder gerne weiterschauen. Aber da sind die Projekte noch nicht so, dass ich darüber sprechen darf. Das ist noch nicht so fertig. Es ist so ein bisschen am Köcheln, aber ich muss erst schauen und bevor es publik wird. Aber ja. Aber ich habe mir jetzt gerade, ich schreibe jetzt eher in mein neues Projekt, es soll einen ersten Roman geben. Das ist jetzt etwas, woran ich versuche zu schreiben. Vielleicht wird es wieder ein Gedicht fand, ich weiß noch nicht. Ich streiche immer dann wieder alles weg. Das kann natürlich auch passieren. Das kann natürlich passieren. Es wird was Neues zwischen Gedichtband und einem Ich Roman. denke mir, dass es ein Roman ist von der Form her, von dem, worüber ich gerne schreibe oder was ich jetzt will, aber
wenn ich jetzt sage, es wird ein Roman, alle freuen sich drauf und dann wird es wieder ein Gedichtband, das ist blöd. Aber ich starte als Roman. Ich starte als Roman. Es gibt noch etwas, was du machst, und das ist ein bisschen erklärungsbedürftig für die Ukraine, nämlich Kulturvermittlung, so ein Seminar für Kulturvermittlung. Das haben wir nicht an den Hochschulen. Nicht. Wir haben das im Leben natürlich. Es gibt Leute, die Kultur vermitteln. Ja, ja, voll. Sie heißen Kulturmanager und so. Ah ja, das ist bei uns wirklich ein Unterschied. Ja, da ist bei uns ein Unterschied. Deswegen will ich, dass du ein bisschen erzählst, wie das funktioniert in Österreich und was uns vielleicht erwartet, hoffe ich. Kulturvermittlung. Also das ist eigentlich sozusagen die Person, die so ein bisschen zwischen der Kultur, es gibt ganz verschiedene Bereiche, zwischen der Kultur und dem Publikum steht. Ja? Also zwischen der Institution, zum Beispiel Theater oder Museum und dem Werk als solches. Und der Versuch ist wirklich das Werk, also eine Brücke zu schaffen, das Werk dem Zuschauer näher zu bringen. So, das ist den Zuschauer, die Zuschauerin abzuholen, wo sie gerade steht, weil ganz oft ist natürlich so, dass ein Werk jetzt vielleicht doch nicht ganz für sich spricht oder dass es einfach eine Hemmschwelle gibt, die Leute überhaupt bei uns ist das größte Theater das Burgtheater, da habe ich gearbeitet, und da Leute reinzuholen, die vielleicht noch nie mit Theater in Berührung gekommen sind. Also das ist auch eine für mich ganz wesentliche Aufgabe der Kulturvermittlung, und mit denen in verschiedenen Formaten, in Workshops oder auch mit denen Stücke zu erarbeiten. Auch das ist für mich ein Bereich der Kulturvermittlung, und so sie ans Theater heranzuführen. Also ich bin jetzt spezialisiert auf Theater, ich bin jetzt keine Museumspädagogin oder Museumsvermittlerin, aber ich versuche immer, die Leute für Theater zu begeistern. So, und das ist eben eine Form der Kulturvermittlung. Das ist eigentlich jetzt bei uns in Österreich oder Deutschland auch, fast nur in Deutschland fast noch mehr, eigentlich ein wichtiger Zweig, und fast kein Theater kommt ohne Kulturvermittlung aus. Also ganz früher hieß das Theaterpädagogik, aber Pädagogik hat immer so ein bisschen das hat so einen Zeigefinger, und ich finde auch Vermittlung viel schöner als Begriff. Aber kaum eine Institution hat oder ein Theater hat keinen Outreach, kein partizipatives Theater mehr. Also es gehört auch mit Theater mit der Stadt zu machen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Bereich. Ist es in der Ukraine, macht man sowas, oder ist es vielleicht, oder ist es gar nicht in der Ukraine? Doch, doch, man macht das natürlich, aber es gibt keinen Beruf, der so heißt, und nimmt das nicht so ernst. Ja, das passiert einfach. Naja, aber vielleicht ist es auch schön, wenn es einfach passiert, ist es ja vielleicht auch gut. Ich weiß, das macht jemand nebenbei, so im Theater. Ja, aber es war bei uns auch früher so. Also früher hat man das, es macht ja auch ein Dramaturg bis zu einem gewissen Grad ein bisschen Kulturvermittlung, weil der macht ein Programmheft, damit man das Stück versteht. Auch das ist, finde ich, ein Teil der Kulturvermittlung. So, ja. Ich finde das aber wichtig, dass sich das emanzipiert als ein Beruf, weil dann wird es viel professioneller gemacht. Und dann, auf jeden Fall, ja. Weil man jammert gerne, die Leute gehen nicht so gerne ins Theater und vor allem nicht in den anspruchsvollen Theater. Aber das ist alles die Frage der Vermarktung. Wie erklärt man das? Menschen, wie macht man das zu etwas, was, was sein muss, ja, was ein bisschen die weil sie gesehen werden wollen oder so. Und dann gewöhnen sie sich langsam dran. Ja, voll. Ja, und jetzt, wenn wir schon über diese
Seite, Vermarktung sprechen, die Szene. Es gibt auch Literaturszene, ja, Lyrikszene, und die, nehme ich an, ist auch ganz anders in Österreich als bei uns, weil, wie ich schon kurz erwähnt habe, es ist ziemlich schwierig bei uns, ein Lyrikband herauszugeben. Die Verlage zögern, die sind natürlich, die haben auch ihren guten Recht, weil die Verlage sind in einer schwierigen Situation, vor allem jetzt. Und das bringt natürlich kein Geld und so. Und die meisten Lyriker sind praktisch gezwungen, ihre Texte auf den Festivals zu präsentieren. Und das kann man praktisch viele Autoren kann man nur an Festivals erleben, bei den Lesungen. In Büchern gibt es ganz wenige. Und das ist die Besonderheit. Sieht anders bei euch aus, nehme ich an. Und vielleicht erzählst du ein bisschen davon. Ja, es sieht in dem Fall ja wirklich anders aus. Wobei trotzdem, wenn ich auf meinen Lyrikband Roman schreibe, wird sich's besser verkaufen. Also auch wir haben das Problem, dass natürlich Lyrik jetzt nicht die Bestsellerlisten im Normalfall raufklettert, sage ich mal. Und man lebt natürlich viel besser von einem Roman wahrscheinlich. Also ganz sicher sogar. Aber es gibt natürlich jetzt schon eine Trendwende, und Lyrik bekommt jetzt, finde ich, in den letzten Jahren, Jan Wagner oder so, in Deutschland war das sicher auch federführend, und viele andere, aber bekommt jetzt einfach noch mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Aber es ist immer noch, ich glaube, im Vergleich mit der Ukraine ein Paradies, aber es ist trotzdem so, dass das Lyriksegment sehr klein ist und die meisten Verlage sagen, nee, Lyrik machen wir nicht. Oder wenn, dann, es gibt natürlich so kleine Verlage. Meine Bücher sind auch in einem kleinen Verlag. Aber ich bin jetzt auch ein Nischenprodukt in dem Verlag. Also der Verlag hat auch mehr Romane als Lyrik, würde ich sagen. Also so. Es ist jetzt nicht so, dass wir nur Lyrik lesen. Und meine Freunde sind auch, muss ich sagen, so, was, schon wieder Gedichte? Also es ist nicht so, dass die sich alle drauf, die hätten lieber, dass ich endlich einen Roman schreibe. Das versuche ich ja jetzt. Mal schauen, aber das versuche ich mal jetzt, damit die Freunde sich freuen. Ja, aber ich glaube, es ist immer, und es ist auch ja, Lyrik lesen ist ja auch, wir haben ja auch diese, ich weiß nicht, ob das bei euch wahrscheinlich auch so ist, aber die Poetry Slam-Szene ist ja auch etwas so Spoken Word. Und ich finde auch, dass Gedichte ganz oft gelesen ja nochmal einen besonderen Drive kriegen, je nachdem, welche Gedichte, aber ganz oft ist es so, wenn sie gut performt sind. Dann erschließt sich mir nochmal was ich vielleicht im Buch gar nicht gefunden habe, an Zusammenhänge oder an Bildern, die übereinander liegen. Ja, also von dem her gibt es ja, aber wir haben Lyrikbücher auf jeden Fall. Ja, aber es ist trotzdem ein schwieriger Markt, finde ich. Und die Lyrikszene ist auch überschaubar. Man kennt dann die Autorinnen und Autoren, die so sind, ja. Und wie bist du selbst auf diese Szene gekommen? Nicht nur in Verlage, sondern in diese Gesellschaft, wo die anderen Verrückten auch Gedichte schreiben. Wir Verrückten. Auf Genau, ja, Instagram. man, ich glaube, man lernt, also man begegnet einander dann eben auch auf Lesungen, auf Social Media, auf Versopolis. Das ist ja jetzt, da bin ich auch dankbar, dass ich da dabei sein darf. Ist das so ein guter Connecting-Partner? Da trifft man sich dann wieder irgendwo in einer anderen Stadt und sagt, ah ja, oder so. Und dann gibt es so, bei uns gibt es das Jahrbuch der österreichischen Lyrik, da ist man dann drinnen zum Beispiel, dann sagt man, ah, das ist mein Kollege. Und ich glaube, je mehr man in so kleinen Anthologien veröffentlicht, desto mehr Leute kennt man dann ja auch, weil man mit denen gemeinsam, und es sind dann immer wieder, sage ich mal, dieselben Leute, also mehr oder weniger, natürlich kommen junge Leute dazu, aber da kenne ich dann schon, man wächst da so rein, vielleicht ist das ja langsam wächst man rein. Vielleicht so. Und Ja. performst du auch auf den Poetry Slams oder bist du eher Ach, Schreiber? Poetry Slams gar nicht. Also ganz früh habe ich, das hieß Drama Slam, da hat man ein ganz kurzes Drama geschrieben, das habe ich gemacht. Aber Poetry Slam habe ich nie gemacht. Also kein einziges Mal. Ich finde, das können auch andere wahrscheinlich besser. Ich bin dann schon nochmal in einer. Ich würde meine Lyrik auch nicht als Poetry Slam, Spoken Word, so ganz bezeichnen.
Also, Theater magst du würde ich. extra. Ja, das trenne ich. Aber ich bin auch nicht Schauspielerin. Ich bin ja, ich mache eher Regie. Ich sage ihnen, wie sie es machen sollen. Wie geht es dir mit den, zum Beispiel, wenn jemand deine Texte vorliest, das Schauspieler oder Schauspielerin, kannst du das verkraften, oder? Ja, voll gut. Ja, das kann ich. Ich kann auch, ich bin auch, ich glaube, das ist wirklich ungewöhnlich. Ich sage auch immer, das kann man streichen oder weglassen wieder. Also ich bin da nicht sehr heikel mit meinen Texten. Also wenn ich fürs Theater was schreibe, dann bin ich eigentlich meine strengste Kritikerin und sage so, ach, das brauchen wir alles gar nicht so. Und wenn ich merke, das passt in den Mund nicht in den Mund von der Schauspielerin oder von dem Schauspieler, dann verändern wir es gemeinsam. Also für mich ist Theater schon, oder fürs Theater zu schreiben, ein Miteinander, ein ganz anderer Austausch. Also da sitze ich nicht einsam, da sitze ich am Abend, schreibe den Text und am nächsten Morgen auf der Probe probieren wir und merken, oh, geht nicht, oh, der Satz ist toll oder es entsteht ein neuer. Am Abend sitze ich wieder und schreibe dran und verändere es. Also so, das ist dann wirklich ein Prozess. Da kann ich auch gut was abgeben. Ja, und ansonsten, ja, also ich glaube schon, dass das für mich gut funktioniert. Auch wenn es gab auch so mal im Radio hat eine Schauspielerin auch Lyrik von mir gelesen. Das kann ich gut. Das finde ich eigentlich immer spannend, wie wer anderer damit umgeht und was er oder sie Neues entdeckt. So. Jetzt habe ich endlich mal verstanden, wie das funktioniert mit Theaterverlagen, weil ich als Übersetzerin bekomme oft ein Stück zum Übersetzen. Das ist natürlich schon ein fest geschriebenes Stück. Ja, da kann ich Ja. jetzt mit dem Ja. Autor Nicht diskutieren. mehr so. Nicht. Wobei es wäre natürlich viel schöner, auch die Übersetzung Voll, voll, ja. verbessern könnte. Und dann heißt es, zuerst schreibt man, dann ist das auf der Bühne sozusagen Ja. ausprobiert und danach bekommt man diesen Text schon als Als Stück kennst du ja, wenn das am Verlag, genau, ja, nach der Premiere. Aber es gibt auch umgekehrt, es gibt ja auch Stücke für die Verlage, also ich habe ein Stück, dann schreibt man ein Stück für den Verlag und der Verlag macht erst die Uraufführung und dann kommt der Regisseur und macht alles anders. Und dann kommt der Autor nicht oder die Autorin, weil der Regisseur oder die Regisseurin es ganz verändert haben. Also auch sowas gibt es. Ich finde das, ich persönlich finde immer so eine Uraufführung muss noch so im Sinne des Autors oder der Autorin sein oder zumindest mit ihr ein bisschen abgesprochen und dann kann man vielleicht schon was Neues draus machen auch. Aber ja, ich finde immer so, die Uraufführung, finde ich, gehört der Autorin oder dem Autor. Ja. Aber ich hatte auch Autorinnen, Autoren, nee, Autorinnen, keinen Autor dabei. Ich habe nur Frauen also österreichische Erstaufführung gemacht und habe dann schon mit denen gesprochen und dann geschaut, wie findest du denn das? Also ich habe zum Beispiel ein Drei-Personen-Stück zu einem Zwei-Personen-Stück gemacht, weil die eine krank war. Und ja, dann war das halt schon so eine Absprache mit der Autorin und ist es für sie denkbar? Wenn du jetzt so deine Themen nennen würdest, was liegt dir am meisten? Also Gibt es für sowas mich, oder? ja, schon, also jetzt im schon eigentlich immer die Menschen in der Stadt und dieses gesellschaftliche Miteinander, das würde ich, glaube ich, unter dem Deckmantel der politischen Lage, vielleicht so. Also ich schreibe jetzt eigentlich nie über Natur. Ich habe zum Beispiel, das ist ein Thema, das bei mir gar nicht vorkommt oder nur nicht, dass ich wüsste. Ich sollte mal für eine Lesung Naturgedichte finden und also, ja, hab mir da ganz schwer getan. So. Also ich bin schon eher diese Flirren, Stadtgeräusche, Menschen, Treiben, also so, ja. Also eher Stadt als Land auf jeden Fall. Und auch dieses, was auch vielleicht ein wichtiges Thema ist, ist dieses heute versus gestern, auch dieses Retro, gibt auch viele Gedichte von mir, Retro-Filter, wie wir den drüberlegen über unsere Fotos, über uns und eigentlich ständig uns zurückwenden in dieses alte, schon ein bisschen ins Biedermeier, nenne ich jetzt, ja.
Und du sagtest, Lyrik ist ein Nischenprodukt, selbst bei kleinen Verlagen. Wie ist das mit Theatern? Bist du daran angewiesen, wie viele Menschen kommen, das Stück zu sehen? Oder ist das egal? Hauptsache, es ist Also gut. wir, es gibt, nein, es ist, das wäre voll schön. Hauptsache, es ist meine Kunst, ja. Nein, nein, gar nicht. Also das ist schön. Also ich hab ja in der Off-Szene, also ganz kleine Theater und schon auch für große Häuser gearbeitet. Und natürlich hat man mehr Freiheiten am großen Haus, einfach mehr Subventionen, da ist mehr Geld da. Aber es ist einfach für dieses Partizipative, für die Kulturvermittlung, in der ich ja auch tätig bin, immer nicht sehr viel Geld da. Also und man soll natürlich immer neue Abonnentinnen bringen. Das ist eigentlich schon so. Also am besten ist, ich koste kein Geld und bringe nur viel. So, das ist nicht anders als woanders. Das wäre so das Ziel. Ich habe da aber eher im Sinne der Nachhaltigkeit gedacht. Also das heißt, dass auch Leute sehr niederschwellig den Zugang in so eine Institution kriegen müssen und nicht sofort in Geld etwas sichtbar ist, obwohl man sich da natürlich als wenn man etwas leitet, auch ganz oft verantworten muss. Aber im Prinzip ist es so, dass es schöner ist, die kommen vielleicht dann auch erst in 2 Jahren und das ist nicht messbar. Also meine Arbeit ist, glaube ich, nicht messbar. Ja, also vor allem diese Partizipativ. Also wenn die einfach mitmachen, dann ist es schon viel, aber die werden deswegen vielleicht nicht alle ein Abo kaufen. Ja. So, ich finde aber, dafür muss auch Geld in so einem subventionierten Theater sein. Das sehe ich auch als unsere Aufgabe ein bisschen. Aber es Ja. ist auch, entschuldigen, weil du das gesagt hast, Nischenprodukt. Ich würde auch sagen, das Theater ein Nischenprodukt ist, auch wenn es in Österreich eine lange Tradition und eine große Geschichte dazu gibt. Aber es gibt einfach auch eine absolute Mehrheit, die, glaube ich, lieber Fußball schaut als Theater. Und das muss man auch immer wieder im Hinterkopf haben, dass wir nicht so wichtig sind. Und in der Corona-Zeit ist es, glaube ich, auch ganz, ganz signifikant geworden, wo unser Stellenwert liegt. So. Und der ist aber, ich finde Kunst wahnsinnig wichtig und sie ist bis zu einem gewissen Grad auch lebensnotwendig, aber ein Arzt ist hat nochmal eine andere. Also wenn jemand krank ist, wird er einen Arzt brauchen. Und danach, wenn er wieder gesund ist, braucht er Theater. So würde ich sehen. Es ist beides wichtig, aber wir Künstlerinnen dürfen uns auch nicht immer ganz wichtig nehmen. So, also ja, finde ich auch wichtig. Dass es uns noch gibt, ist vielleicht nicht mehr Ja. lang. Das, naja, dafür müssen wir, ja, aber ich glaube, das ist schon wichtig. Also ich glaube, ohne Kunst gibt es auch keine, also dann sind wir wieder, dann verrohen wir sehr, glaube ich. Also das wäre schade. Also Das wäre langweilig, aber es kann wohl kommen. ja, daran glaube ich auch nicht. Also ich glaube nicht, dass wir ohne Kunst könnten. Kunst braucht man, ich glaube ich schon nach wie vor. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ich kann dich noch sehr lange über Geld oder was anderes Nee, ausfragen. Geld finde ich ganz schlecht. Finde ich ganz schlecht. Geld im Theater, Geld in Lyrik. Ja, das ist kein Geld. gutes Thema. Das passt nicht. Das passt Ein nicht. gutes Kein Thema in gutes. diesem Kontext. Nein, kein gutes Match. Wir können Kein auch gutes Match. Kein Tinder-Match. Nein. was Schönes finden, aber vielleicht magst du noch ein bisschen lesen aus dem Ja, ich lese gern noch ein bisschen. ersten, zweiten, dritten oder vierten Band oder was ganz Neues. Ich lese noch ein bisschen. Vielleicht lese ich zuerst noch, also ich lese noch mal was aus einem alten, also aus dem alten Buch, das ja auch vielleicht schön ist. Gehe dann noch mal ans Ende von Flirn. Da wird es positiver, damit wir mit einem positiven Ende vielleicht auch noch mal aufhören. Ja. Wunsch da. Wenn Zeit verrinnt, keiner was mitkriegt, uns Schlagzeilen erschlagen und alles so friedlich mit sich selbst beschäftigt, inhaltsleer. Wenn alles gesagt, die Zunge taub, uns der Mund aufhält und stumm die einzige Sprache, Worthülsen leer.
Wenn Sehne auf der Zeit getroffen, Retrospektiven, einziger Weitblick, wir starr nach geradeaus wegschauen und blinde, fleckig, tote Winkel, die totale, Wunschstar leer. Wenn Courage nur noch im Zivil, Rückzug der einzige Fortschritt, Cocooning der neue Trend und Biedermeier das alte Retro, gedankenleer. Wenn alles herzkalt, wir kein Gefühl, eisblau die wärmste Farbe und sich unsere Seele längst verkühlt, blutleer, dann sind wir am Puls der Zeit, der sich die Adern aufgeschnitten. Seelenstill, ja. Füllst du meinen Akku auf, wenn mir die Welt mal wieder aus den Ohren mit weißen Kabeln? Füllst du meine Stille auf, wenn ich mein Bauchgefühl nicht höre, mit weißen Bässen zugedröhnt? Füllst du meine Leere auf, wenn ich mein Schneckenhaus zugestöpselt mit meinen weißen Kabeln, die längst grau? Farbfilter? Weißt du noch? Gestern haben wir uns auf die Zukunft gefreut, haben schwarz-weiß dir analog angestaunt, haben uns gesagt, morgen dann. Weißt du? Heute haben wir Angst vor der Zukunft, schauen synchron auf computergenerierte Horrorszenarien, sagen uns, gestern war alles besser. Weiß? Morgen werden wir nichts haben, nicht mal mehr Angst. Stülpen zur Sicherheit Retrofilter über unsere digital makellosen iPhone-Bilder und saugen damit den Staub der Vergangenheit auf. Fantasie? Kinderhelden. Wo sind sie, die Helden unserer Kindheit? Unsere Abenteuererleber, die alles durften, die nie ins Bett, die wir weiterträumten, die wir uns randlos ausgemalt in unserer dunkelbunten Fantasie. Wo sind sie, die unsichtbaren Kobolde? Wo sind sie, die Sieben-Meilen-Stiefel? Wo sind sie, die Peter Pans? Wann wurden sie erwachsen wie wir? Wann sind sie uns zu klein geworden wie alte Schuhe und ausgezogen aus unserer Fantasie? Das waren jetzt Gedichte von dem zweiten Lyrikband, 2014 erschienen. Ja, Wunschstill hieß das damals. Und jetzt vielleicht noch ein paar. Haben wir noch Zeit, noch ein paar Gedichte? Ja. Würde ich. Würde ich noch ein paar neuere machen. So. Drehmoment. Wiedermeiern mit gehackten Kindheitserinnerungen. Harry, Pippi und die Gummibärenbande klingeln an, fragen, ob wir spielen, ganz ohne Cloud Crowd. Wann sind wir rausgewachsen, erwachsen? Gemeinsam mit leerem Gameboy-Toy? Wann haben wir unsere Es war einmal Kassette nicht mehr umgedreht? Wann uns gedreht? Abend. Ritual. Zukunft kann jeden Abend aufs Neue, damit wir einen Grund aufzustehen. Morgen. Social Distancing. Wenn Münder bedeckt, Lippenbekenntnisse versteckt, dann müssen wir schauen, dass wir uns nicht aus den Augen. Morgen, Grauen, brauchen eine Plane, die unser Heute zudeckt, einen Plan, der uns versteckt vor diesem Morgen. Wohin sehnt sich zurück nach diesen Gestern, das längst vergangen? Steuerbord? Wollen nicht hören, dass wir lost, wollen nicht von euch gelotst, weil ihr Angst, dass wir vom Weg abkommen, vom Rechten. Gebt uns doch lieber eine Stimme, weil wir was zu sagen
während ihr bei unserer Zukunft stumm von Bord. Retro morgen. Wieder mal weiter auf Pinterest, wir aus der Zeit gefallenen, auf ins Retro morgen, wir rückwärts gewandeten und gewandten. Zurück bleibt nur ein ausgeblichenes Retro-Moodboard auf unserer verkorksten Pinnwand. Vogel, Perspektive. Lasst uns mal die Perspektive. Du hast doch einen Vogel. Wiederkäuen. Maschen rosa Blasen, größer, immer größer, bis die Biedermeier Puppel Bubble plötzlich platzt und unsere Vergangenheit klebrig ins verdutzte Gesicht schnalzt. Auflösen, verpixeln unser Heute mit retro-hip-schicken Filtern, Cleanfluenzen, uns und Schränke, T-Shirts wie Tetris-Blöcke, Mari Unser fallt mit uns, damit wenigstens irgendwo Ordnung, wenn schon die globale, sich auflöst, wie Brause. Ahoi. Perspektiven, los. Nehmen jetzt unsere Zukunft selbst in die Hand, nicht nur freitags, weil wir einfach keine Angst vor diesem Morgen. Weil gestorben wird immer noch im Heute. Auftakt. Lehnt euch mal raus aus eurem Fenster. Weit, hört ihr es? Zukunft, Musik, das ist der Sound der neuen Generation. Ihr Beat, der die Kraft hat, dass er die Masse in Bewegung versetzt und unsere Ohnmacht, in die wir uns von den Mächtigen haben versetzen lassen, vorlaut, das entgegensetzt jetzt. Social Contacting. Machen uns auf und empören uns. Überall Glas statt Fronten. Das sind doch mal schöne Aussichten. Keimzelle. Da draußen sprießt sie doch unsere Zukunft. Müssen sie nur gießen und nicht alles Unbekannte auszupfen, weil wir es für Unkraut. Reinzoomen. Leben unseren Sound nicht mehr nur in unserer Cloud, unser Real Life, weil wir da jetzt unsere Realität gestalten, statt Gesellschaft spalten. Lichtquelle, Zukunft. Wahrscheinlich ohne Einkunft, wahrscheinlich ohne Auskunft, womöglich eine Ankunft, die dann ein schöner Ort wäre. Vielleicht. Weitblick, dass das jetzt also ein Beginn, neu, Anfang. Siehst du dann erst morgen. Utopie, dass alles gut irgendwann. Dann sagen wir uns morgen vielleicht schon und schwirren weiter verwirrt. Ich hab das auch. Danke dir für die schönen Gedichte, für das schöne Gespräch. Das Einzige, was mir fehlt, dass wir jetzt nicht hier sind, in einem schönen Kaffeehaus und können uns nicht weiter austauschen. Ja, das fehlt mir auch. Sehr. Ich hoffe, haben, dass vielleicht Fragen stellen will. Ja. Ja. Das ist voll traurig. Also in unseren Blasen. Ja, sind beide. Hol es nach. Irgendwann. Ich hoffe. Es würde mich urfreuen. Es war voll schön. Vielen Dank. Oder in Wien. Vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Und ebenso, Gute. Möchte ich zurückgeben. Ebenso. Dankeschön. Ciao. Alles Gute. Tschüss. Ciao.